Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2016, Folge 108. Wir befinden uns heute auf der Strecke Köblitz-Trier. Und also das Add-on Köblitz-Trier. Und wir sind gerade in Bulai und fahren heute die Hamsterbacke der Baureihe 442. Es kam letztens ein neuer Patch raus, was sie von PCB gefixt worden ist und andere Sachen. Ja, und die Aufgabe ist von Fahrzeit 21 Weihnachten von 3D-Zug. Ja. Wir fahren heute nach Köblitz. Nach Koblenz, also Trier-Koblenz, und dürfen maximal 160 fahren. Wir haben einen strikten Fahrplan, aber ich denke, das schlagen wir irgendwann auch. Ja, mit dabei auch mein Input Fußpedal, heute funktionsfähig. Und ich habe ja in der letzten Folge angesprochen, dass die Folge heute ein bisschen, beziehungsweise dass es ein bisschen entspannter wird. Das heißt, ihr lehnt euch zurück, holt euch ein paar Plätzchen oder eure Weihnachtsschokolade, die ihr zu Weihnachten bekommen habt, und entspannt setzt ihr euch zurück und genießt diese Folge und trinkt meinetwegen auch einen Kaffee oder einen Tee. Und ja, genießt es die nächsten 70 Minuten, was sehr lange ist. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir haben gleich Abfahrt um 11.12 Uhr. Das heißt gleich. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sind heute bei der Hamsterbacke und ich denke mal, das wird. Aber was mir nicht gefällt, ist die Sichtposition. Ja, das ist der dritte Teil vom Szenario. Teil 1 ist leider nicht möglich, da es draußen etwas noch ein bisschen dunkel war und von hier drinnen konntest du nichts sehen. Denn wenn du rausguckst, ist es heller und wenn du drin bist, ist es dunkler. Warum? Das liegt ganz einfach daran, die Scheiben sind dreckig. Ja. Die Scheiben sind dreckig und das kann ich euch nicht verantworten. Möchte ich auch nicht verantworten. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. So, befreien wir uns hier noch. Und wir stellen auch ein Tempomat ein. Stellen den noch auf 110. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Verkehrsverbundes der Region Trier. Sie fahren mit einer Regionalbahn der Linie 81 nach Koblenz Hauptbahnhof mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Natürlich auch wieder mit dabei Mozart, super Ansagen. Ja, super Ansagen und 3D-Zug. Ihr seid einfach Bombe, ihr macht immer wieder Klasse-Szenarien. Ich bitte dies auch zu. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich in der Regionalbahn 1219 auf der Fahrt nach Koblenz Hauptbahnhof mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Nächster Halt des Zuges ist in Kürze Neve. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ich bitte auch nochmal um Entschuldigung, dass ich Teil 1 nicht fahren kann, weil es einfach zu dunkel ist und das würde euch auch nicht gefallen. Teil 1 hat sogar den Auftrag Beginn als Ansage, also halt die Leitstelle redet halt mit den Triebfahrzeugführer. Und wer das gerne hören möchte, der kauft sich am besten dieses wunderschöne Add-on, beziehungsweise die Nächster Halt, Neve. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der kauft sich am besten die wunderschöne Aufgabe. Was ihr dafür braucht, ist das Add-on Köln-Koblenz. Quatsch, nicht Köln-Koblenz, sondern
Koblenz-Trier, also diese Moseltalstrecke, die Hamsterbacke. Und ihr braucht noch die 143er Steam-Version und noch andere Strecken. Das findet ihr alles in der Beschreibung. Ja, in der Beschreibung findet ihr dann den Link zur Aufgabe. Ja, DTG hat es endlich geschafft. Selbstmörder. Hat es endlich geschafft, ein Update rauszubringen, wo die SIFO und die PCB endlich gefixt worden ist. Finde ich sehr cool und jetzt kann man endlich mal mit einer Hamsterbacke fahren. Also sehr gut. Bloß das Cap ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und da freue ich mich schon auf Fährsystem. Denn die bringen bald eine Version 3.0 raus für die Hamsterbacke, wo einiges verändert worden ist. So, jetzt habe ich gerade meinen Stuhl ein bisschen höher gestellt. So, ein bisschen gemütlicher machen. Ja, ne? Denn heute ist Weihnachten, beziehungsweise der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das seht. Und, Entschuldigung, ich habe auch natürlich selbst gebackene Plätzchen dabei. Die sind auch recht pünktlich. Ne? Ja, hier haben wir Innenraum. Auch wunderschön. Ne? Draußen liegt der Schnee, was in Wirklichkeit leider nicht mehr ist, was früher einmal war. Ja, aber naja, was willst du machen, ne? Auf jeden Fall sind wir sehr pünktlich. Es freut mich sehr. Und ich nehme mir mal ein Stück Plätzchen. Das hört man, glaube ich, auch nicht in der Aufnahme. Deswegen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr geil zu hören. Müsst ihr auch mal machen. Ein Plätzchen essen und Kopfhörer drauf haben. Ihr hört euch sofort selber essen, wie laut das ist. Aber das hört man zum Glück in der Aufnahme nicht so. Ich habe mir halt gedacht, ich esse mal ein Plätzchen bei der Aufnahme, weil ja Weihnachten ist. Und natürlich hört man das hoffentlich auch nicht. Habe ich schon geplant. So, wir haben freie Fahrt. Ich habe mich gerade rausbefreit, denn wir haben gerade eine Überwachung gehabt. Aber die brauchen wir ja nicht. Und wir fahren jetzt in einen Tunnel. Ah, SIFO. Ich bin froh, dass die SIFO keine Macken mehr hat. Da bin ich schon sehr froh. Ja, jetzt ist es natürlich. Nächster Halt, Ediger Ella. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt ist es natürlich sehr dunkel. Bis eben. Und ja. Ah, wunderschön. Ich fahre jetzt zum ersten Mal die Strecke in einer Let's Play-Aufnahme. Ja, habe ich ja durch 3D-Zug gekauft, wo ich das nämlich gesehen habe, dass die Fahrzeit 21 für die Musetalstrecke ist. Und wo ich das gelesen habe, habe ich mir erstmal sofort das Add-on gekauft. Helikon hatte ja natürlich zum 4. Advent ein Angebot gemacht zu dieser Strecke und da musste ich einfach zugreifen. So. Und bremst sehr langsam. So, wir schauen mal hier raus. Eins muss ich noch feststellen. Klar machen.
Ich habe Fotos auf Facebook gepostet und da sah das Wasser scheiße aus. Das sah so hellblau aus, das sah nicht wie echtes Wasser aus. Das möchte ich hier noch korrigieren. So sieht das übrigens aus. Nicht, dass man jetzt hier falsche Hoffnung macht, ne? So sieht das wirklich aus, denn es hatte einen Grund. Ich hatte eine Fotosession gemacht mit der Hamsterbacke. Das könnt ihr ja alles auf Facebook sehen, über diese Aufgabe. Und dummerweise habe ich vergessen, die Wasserqualität wieder einzustellen. Die hatte ich nämlich ausgehabt, aus einem Grund, weil ich auf einer Strecke unterwegs war, die es nicht zu kaufen gibt. Ja, die gab es mal zur Verfügung, aber ist nicht mehr. Und die ist sowas von performance-lastig und da war ich im Editor unterwegs und wollte halt mal was ausprobieren. Und da habe ich das aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, damit Trainingssimulator nicht wieder abschmieren tut. Deswegen habe ich das gemacht, ne? Ausgeschaltet, so auch die Schatten. Das ist natürlich wieder alles an, ist das selbstverständlich. Und ja. Ich benutze auch für den Trainingssimulator einen Suite FX Mod. Damit die Grafik noch ein bisschen besser ist. Und der funktioniert sehr gut. Ich hatte am Anfang, wie hier, so einen komischen Grafikfehler. Das habe ich behoben. Das lag bei einer Einstellung. Ja, welche Einstellung waren das? Es war auf jeden Fall die Anti-Aliasing-Einstellung. Aber die habe ich jetzt nicht mal hier in ZD. Und das war ein Anti-Aliasing-Problem. Und das habe ich jetzt endlich behoben. Ich habe nur ein Stück runtergeschraubt und das war's. Aber es ist trotzdem gute Grafik. Und das mit dem Wasser wollte ich halt nur klarstellen, dass es nicht, dass jetzt keiner denkt, oh, das Wasser ist ja so scheiße, wozu das Änderung kaufen? Nein, es lag an mir und ich bitte darum um Entschuldigung. Mir ist es leider erst am Ende aufgefallen, wo ich das Wasser gesehen habe, weil ich überprüfe immer die Bilder, nachdem ich so hochgeladen habe auf Facebook. Da überprüfe ich es manchmal. Sonst mache ich das immer vorher. Ich habe es aber vergessen. Deswegen habe ich es auf Facebook gemacht. Habe gesehen. Ah, scheiße. Sorry. Bescheiden. Dass ich es vergessen habe, die Wasserqualität wieder einzustellen. Ja. Deswegen bitte ich nochmal um Entschuldigung. Und ja. Wenn ich mich nicht irre, ist das Tolle, ich habe ja meinen zweiten Monitor Audacity laufen, dann sieht man nicht, wie ich den Keks esse. Ich meine, euch stört es nicht, das ist doch perfekt, oder? Es ist halt Weihnachtszeit und da muss man auch mal Ausnahmen machen. Und ja. Nächster Halt, Cochem an der Mosel. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wir gehen jetzt auf die 110 zu und wir erreichen jetzt auch in wenigen Metern unseren Bahnhof. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das Fahrzeug, seitdem die PCB und SIFA ordnungsgemäß funktioniert. Warum man es nicht gleich sofort gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Hamsterbacke gibt es schon seit ein, zwei Jahren. Das hat sehr lange gebraucht um ein Update. Eigentlich schade, dass es so lange gedauert hat, aber ich bin sehr froh, dass es endlich mal passiert ist. So, wir halten jetzt aber nicht da ganz vorne an. Wegen Fahrgastkomfort, also praktisch Service, weil je weiter vorne du stehst, desto länger brauchen die Fahrgäste zum Zug und desto länger braucht der Fahrgast, um einzusteigen und das dauert für einen Lokführer dann auch ziemlich lange. Und wir sind sehr pünktlich. Wir sind 2 Minuten so früh. Und ja, die hier haben ein paar Frames-Einbrüche, aber das ist okay so, weil ich fahre zum ersten Mal die Strecke. Zum zweiten Mal, das erste Mal habe ich nur hier Fotosession gemacht, da hat mich das nicht interessiert, aber jetzt ist es halt so. Und ich weiß ja allgemein nicht, wie die Performance auf dieser Strecke ist.
Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt. Hier gibt es Süßwaren. Was haben wir denn Schönes? Oh, lecker. Ja, ich hätte gerne ein Herzchen da vorne. Genau den da. Krieg ich ein? Hallo? Krieg ich ein? Nein? Oh, okay. Ja. Also, falls Sie hier Zug suchen, der steht da am Bahnsteig, ja? Oh, wunderbar. Das sieht gerade aus, als ob die einen Bart hat, aber das ist ja nicht so. Ich muss mir öfters mal nachgucken. Wir haben 26 Abfahrt. Aber es ist wunderschön gemacht. Also 3D-Zug, ihr habt euch mal wieder... Ihr habt wieder Meisterwerk rausgebracht. Hier auch der wunderschöne Weihnachtsbaum. Ja, also wunderbar. Oh, was ist denn hier? Was gibt's denn hier? Ein Glühwein? Möchte gern Glühwein haben. Hallo? Hallo? Ich bin unwichtig. Ich gehe wieder. Was haben wir hier Schönes? Ah, Deko. Dekorationen. Nee. Ich mag keine Dekorationen. Ich habe genug davon zu Hause. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Weihnachtsmarkt hier. Muss man ehrlich sagen, gefällt mir sehr. Ne? Aber wir müssen zurück zu unserem Zug. Richtung Koblenz. Mir gefällt diese Uhr. Die sieht man so selten. Solche Uhren müsste es überall auf der Strecke geben. Aber wunderschön gemacht auch hier, auch die Strecke. Ich bin hier nur... Ja gut, das sind hier halt so ein kleinen Fehlerchen, aber das passiert halt, wenn die Leute mal ein auf die Gleise laufen, wie eben. Aber das mit dem Weihnachtsmarkt sehr gut gemacht, auch das mit dem Weihnachtsbaum, 3D-Zug, top. Ja, die Strecke kostet, die Aufgabe kostet um die 9,95 €. Oder ja, 9,95 €, glaube ich, auf jeden Fall 9 €. Empfehlungswert immer, weil bei 3D-Zug kann man nicht unsicher sein. Man ist sich immer sicher, weil wenn 3D-Zug was rausbringt, es ist immer eine Bombenqualität, Kollege. Falsche Taste gedrückt, eben. Das ist eine Leertaste mit der Hupe. Also 3D-Zug macht immer Top-Szenarien. Falls sich einer beschwert, das kostet ja Geld, sowas sollte kostenlos sein, dann würde ich sagen, nein. Denn jede Aufgabe von 3D-Zug ist Geld wert. Ja, dafür sollten sie auch Geld kriegen, weil die machen sowas von saugute Arbeit. Die erstellen Aufgaben, ständige Aufgaben. Die erstellen hier Fahrdienstleiteransagen. Nächster Halt, Klotten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ansagensprecher erstellen sie, also das ist top. Und dann erstellen sie auch noch neue Güterwaggons, also... Ich kann jede Aufgabe von 3D-Zug empfehlen. Und ja, eigentlich alles top. Am Anfang habe ich ja 3D-Zug nie gekauft, Aufgaben. Das muss ich ehrlich gestehen. Weil ich war immer auf kostenlose Szenarien fixiert, aber dann nicht mehr. Weil mir 3D-Zug gefiel. Ich habe mir ja die Einjahreskollektion gekauft, wo dann alle Fahrzeiten drin sind. Und ich habe damit nicht nicht geärgert, ich habe mich sogar gefreut. Die Szenarien sind alle 1A. Man hat sogar so einen Anhänger bekommen dazu. Das finde ich toll. Wenn sowas nochmal geben würde, dann werde ich mir das wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich ja die ganzen Aufgaben schon besitze. Aber naja, egal. Aber ich würde mir halt so eine kleine extra Dinger kaufen, wenn es mal gibt.
Auf jeden Fall, 3D-Zug ist klasse und man bereut gar nichts. Also braucht ihr keine Angst haben, das ist keine Abzockerei, das ist einfach nur klasse. Auch der Support, also wenn ihr sie anschreibt und ihr habt Probleme oder alles oder ihr habt was falsch gemacht bei der Bestellung, die sind immer freundlich und helfen einem weiter. Das gefällt mir auch sehr. Also bei 3D-Zug bist du auf der guten Seite, wenn du sehr gute Szenarien suchen tust. Kostet zwar Geld, aber Endeffekt ist es logisch, dass es Geld kostet, weil es ist Qualität und Qualität bei solchen Aufgaben müssen einfach Payware sein. Und ja. So, wir dürfen 120 fahren. Wer sich fragt, was das hier ist, das ist so in etwa wie AFB. Bloß, dass es ein Tempomat ist, entscheidet man erstmal hier ein. Sonst funktioniert der auch nicht. Ne? Man muss ihn extra einschalten. Ist auch kein Problem. Und dann können wir hier auch so rundherum gucken, ne? Was mich bloß ein bisschen stört, sind die dreckigen Scheiben, dass man die mit den Scheibenwischern nicht so einfach wegkriegt. Weil das ist ein Nachteil. Die Scheiben sind viel dunkler. Wenn du rausguckst, ist es heller. Und wenn das genauso hell wäre und nicht so verschmutzt wäre, dann würde ich den ersten Teil sogar fahren. Aber wie gesagt, es ist leider zu dunkel. Ich habe irgendwie, also wir sitzen irgendwie viel zu nah ran, finde ich. Und das ist auch ein bisschen störend. Weil, naja, egal. Wollen wir jetzt nicht weg. Nächster Halt, Pommern an der Mosel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also es mit dem Fahrplan klappt optimal. Brauchen wir mal, ne? Weil ich sehe eine 90 Ankündigung. Gerade noch die 90 gesehen. Aber wichtig ist, trotz 90 Ankündigung dürfen wir nicht 90 fahren bei der Überwachung, weil die Überwachung ist bei, oh, jetzt müssen wir mal da ist der Bahnhof. Uiuiui. Die erste Zwangse. Uiuiui. Wir müssen hier schnell anhalten. Ich will den Fahrplan einhalten. Los. Also der bremst auch. Schlimm. Die letzten 1-2 km/h bremst er nicht richtig ab. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber jetzt haben wir den ersten X, das könnte ich wetten. Naja, passiert halt, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, wir dürfen nicht 90 fahren, weil wir müssen direkt runter auf 85 mindestens. Oder auf 80. Warum man bei 90 sogar bestätigen muss, weiß ich manchmal auch nicht. Das ist hier gut. Ja, wir haben nichts gesehen, ne? Also da war praktisch gar nichts.
Oh, wir haben ein Häkchen gekriegt. Finde ich sehr schön. Sehr gut. Ankündigung. Brauchen wir nicht bestätigen. Das heißt, wir müssen gleich 80 fahren. Nächster Halt, Dreiskaden. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber hier. Ne, es gab keinen Magneten, also brauchen wir nicht bestätigen. Da siehst du nicht so gut. Merkt ihr es? Wie langsam der runtergeht. Furchtbar. Ui. Gerade noch pünktlich, würde ich mal sagen. Aber da müssen wir uns beeilen. Da haben wir nur innerhalb von einer Minute Zeit. Aber jetzt hätten wir ja logischerweise ja die Abfahrt. Aber wir haben eine Zwange gekriegt. Wir sind so langsam gewesen. Das sind alles unschöne Sachen. Ja. Sitzt aber auch wieder nur 90 fahren. Ne, 80 darf man gleich fahren, aber wir werden auf die 90 hochgehen. Mit dem Tempo. Wir haben es eilig. Wir wollen es ja schaffen. Maximale Power. Jetzt beginnt die 80. Da dürfen wir leider nicht schneller fahren. Aber wir dürfen gleich 100 fahren, das ist auch sehr gut. Damit wir ein bisschen was von der Strecke sehen, ne? So, da kommt dann gleich das Signal und wir dürfen jetzt auch 100 fahren. Jetzt runter, denn jetzt in wenigen Minuten, Sekunden kommt die Ansage. Ich habe 105 eingestellt, ne? Brauchen wir diesmal nicht bestätigen.
Nächster Halt, Müden an der Mosel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Deswegen fahre ich noch ohne mit Streckenmonitor, weil es könnte zu Abständen kommen. Dann sage mal kommt zu pünktlich, mal kommt zu spät. Man weiß es halt nicht. Nu. Das war jetzt ein bisschen buggy. Weil der... Ach so. Dieses Schnee. Ich dachte, das gehört noch zum Bahnsteig. Ey. Das war jetzt Fehler auf eigener Welle. Oh mei. Jetzt kriegen wir natürlich, wie verdient, auch eine... einen X in die Rechnung. Unserer Pünktlichkeit. Oh mei. Oha. Das war nicht schön, weil... Fahrdienstleitung an alle Triebfahrzeuge zwischen Koblenz und Trier. Gute Nachrichten. Nach dem Abschnitt Bullet-Raben-Trabach ist nun auch Bullet-Wittlich frei. Alle Züge der RE- und RB-Linie wechseln nun in den normalen Fahrplan, enden also nicht mehr in Wittlich oder Bulei. Außer im Plan ist Wittlich als Endpunkt vorgesehen. IC 133 entfällt und wird durch IC 2433 Trier-Koblenz ersetzt. Wir haben ab Koblenz bereits einen Ersatzzug für IC 133 nach Nordrhein-Mole losgeschickt. Sehr schön. Ja, da haben wir jetzt nichts. Es passiert, ne? Das kann passieren und ich sehe es heute mal gelassen. Ich meine, gut, nicht jeder ist perfekt, ja. Und ich habe jetzt wirklich gedacht, das gehört noch zum Bahnsteig. Aber da haben wir uns verschätzt. Na gut. Nächster Halt, Moselkern. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau. Und da sehen wir auch unseren Bahnsteig. Diesmal sehen wir ihn richtig. Ich habe gedacht, das gehört wirklich noch zum Bahnsteig, dass da Schnee liegt, weil es ist ja Winter. Es gibt ja Bahnsteige, da liegt halt noch deren zu Schnee. Was da halt noch nicht geräumt worden ist. Aber... ja, der bremst schlecht ab. Ja, wir haben wieder unseren Soundbug drin. Ja. Den Wagen... finde ich auch super. Aber das stört uns ja nicht heute. Denn ist es ja bekanntlich Weihnachten und wir fahren mal wieder zu spät ab. Das ist ja auch bei mir Standard. Ja, das ist jetzt alles dazu gekommen durch die Zwangsbremsung und das Verbremsen. Da ist es schwer, mal wieder in den richtigen Takt reinzukommen. Aber ihr wisst ja, nicht jeder Mensch ist perfekt. Vierte Fahrgäste, wie wir eben erfahren haben, ist der Streckenabschnitt zwischen Wittlich und Bulei.
wieder freigeräumt. Das heißt, es findet wieder planmäßiger Verkehr zwischen Koblenz und Trier auf der gesamten Strecke statt. Sollten Sie also in Gegenrichtung heute noch unterwegs sein, entfällt für Sie das Umsteigen in Bulley bzw. Wittlich auf den Schienenersatzverkehr. Ich wiederhole, ab sofort wieder planmäßiger Zugverkehr zwischen Trier Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof. Das sind sehr schöne Meldungen. Bei der ersten Teil gab es ja die Streckensperrung. Und jetzt ist sie gerade wieder aufgehoben worden. Das ist auch sehr schön. Auch sehr schön gemacht. Das ist ja Bombe. Ne? Wer den ersten Teil wissen möchte, der kauft sich am besten dieses wunderschöne Aufgabenpaket Fahrzeit 21 und hat dort seinen Fahrspaß. Insgesamt Fahrspaß von gute 8 Stunden. Das ist top. Also praktisch einen ganzen Arbeitstag. Ja. Und das ist Wahnsinn. Der Wahnsinn. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwer, jetzt wieder in den Takt reinzukommen des Fahrplans, weil wir haben jetzt 2x. Und wenn man sagt 2x, ja, das war wohl nichts, ne? Nächster Halt, Hudson Port. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber ich denke, ihr könnt es am besten schlagen. Also ihr werdet garantiert nicht eine Zwangsbremsung kriegen und keinen Bahnhof verfehlen, wo ihr denkt, dass es doch der Bahnsteig ist. Also euch wird das sicherlich nicht passieren, das könnte ich wetten. Und ja. Aber ihr wisst ja, wann ist mal eine Bahn pünktlich? Also bei uns ist es sehr oft unpünktlich. Aber wirklich unpünktlich. Aber da kannst du nichts machen. Seit dem neuen Fahrplan. Ja, und falls sich der Trennsimulator TV Let's Playen sollte, der wird es natürlich auch dicke schaffen. Aber wirklich dicke. Schönen Gruß dahin. Der hat sogar mehr Ahnung als ich, was Signale angeht. Und da bin ich gerade auch noch beim Lernen über die Signale. Oh, mein Mikro, Quatsch, mein Headset. Ich muss mal ein bisschen einstellen. Und zwar mein Fußpedal. Ich habe es blöd platziert. Dass es andersrum geworden ist. Oh Gott. So. Das muss man natürlich auch machen. Weil das nervt dann. Wenn du es blöd platziert hast. So, es ist viel besser und angenehmer auch. Das musste einfach mal sein. Ja, Stuhl auf zu knacksen. Haben wir jetzt eine 80-Ankündigung kriegt? Nein. Aber wir müssen jetzt gleich auf 80 runter. Das ist jetzt eine Geruckelfahrt. Ja. Nächster Halt, Löw. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Löw.
Kleiner Bahnsteig hier. Und sehr kleiner. Oh, oh. Das war jetzt ein kleiner Bahnsteig. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind pünktlich, ne? Gut, dass im Hintergrund müssen wir einfach ignorieren. Ich kann da nichts ändern. Das muss leider mal der Entwickler auch machen. Aber wir waren schon zweimal pünktlich, das ist sehr gut. Ah, wir dürfen gleich 90. Hervorragend. Einmal einen Schock trinken. Verzeihung. Ja, zu der 106. Folge. Oder 105. Folge. Ich glaube 105. Folge war das. Da gab es eine kleine Diskussion. So eine kleine Mini-Diskussion. Über die Vorsignale. Dass man den... dass man den... Nächster Halt. Kattenes. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dass man beim Vorsignal den Wiederholer bestätigen muss. So war es ja in etwa. Wenn das jetzt falsch ist, ja, und es steht was anderes mit dem Signal, dann kriege ich eine Macke. Ich glaube, das war so, dass man beim Vorsignal beim Wiederholer nicht bestätigen muss. Da hat jemand geschrieben, brauchst du nicht. Und ich habe natürlich geschrieben, was blöd ist, weil ich nicht nachgedacht habe. Und zwar habe ich euch ja damals erzählt, dass man bei uns zum Vorsignalwiederholer bestätigen muss. Wegen der Entfernung und alles. Ja. Und da hat Rennsimulator TV das auch geschrieben. Ich weiß nicht mehr was. Das ist Top-Vorbereitung, was ich hier gerade produziere. Also wirklich. Auf jeden Fall ist es so, es gibt Städte, da musst du einen Vorsignalwiederholer bestätigen nochmal. Den Wiederholer. Den musst du einfach nochmal bestätigen. Wer es nicht glaubt, kommt einfach in meine Heimatstadt, fährt mit der RE oder RB. Und das ist ein Desiro und da werdet ihr hören, dass er beim ersten Vorsignal bestätigt und dann auch bei dem Wiederholer bestätigt. Ja. Von daher mache ich das, ist es bei mir Angewohnheit so, dass man auch einen Wiederholer bestätigt. Weil das bei mir so abläuft und das merkst du ja, du hast es im Kopf und dann machst du es automatisch auch im Trainingssimulator. Also nicht wundern, ist halt so, ne? So, wir machen Service. Damit haben wir es auch abgefrühstückt. Wenn es falsch ist, was ich dir gelabert habe und wenn was anderes steht mit dem Vorsignal, dann tut es mir auch natürlich leid. So, fertig. Wieder auf 100 fahren. Ja, und Trennsimulator TV. Ja, wie du siehst, ich fahre nochmal mit der Hamsterbacke mit der neuesten DTG-Version. Und ich muss sagen, mir gefällt die Hamsterbacke, bloß die Cap-View-Sicht gefällt mir gar nicht. Aber ich denke mal, Fernsystem wird das schon hinkriegen. In diesem Jahr in Arbeit. Wird auch bald rauskommen. Ja, warum habe ich jetzt wachsam gedrückt? Weil ich irgendwas gesehen habe und habe gedacht, es kommt was anderes.
so ein Nachzieher. Deswegen habe ich jetzt gedrückt. Ganz einfach. Nicht verwirren lassen. Weil ich habe nämlich gerade auf den zweiten Bildschirmmonitor geguckt und da kam irgendwas. Da habe ich gedacht, das ist die Nachzieh-Ankündigung. Da habe ich das kurz bestätigt, weil ich für keine Zwangsbremse haben. Also nicht wundern, weil ich gucke öfters auf den zweiten Monitor, ob alles läuft, ob die Aufnahme läuft, weil ich sehe im zweiten Monitor die Aufnahme mitsamt das Spiel. Es läuft eigentlich ganz gut und ich habe nichts zu beklagen. Bleibt ruhig genug sitzen, genießt es weiterhin und ja. Ja, wir sind gleich 90. 90 km/h. Also auf der Moseta-Strecke hast du keine 160. Glaube ich. Was auch nicht schlimm ist. War das jetzt? Nein. Oh, Verwirrung. Oh Mann, ey. Das ist das Licht, wenn ihr genau hinguckt. Hier so. Ich achte auf so ein Schild. Und denkt man, dass irgendwas Gelbes ist und zack, denkst du, da kommt was. Mozart? Nächster Halt, Lehmen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Danke. Ja, wir gucken uns das mal von außen an. Texturen eigentlich sehr gut gemacht, ne? Gefällt mir. Hier vom Wasser aus könnte man ja baden gehen, ne? Und da kommt ein Kollege. Plus der Außensound ist ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, weil ich kenne ja auch die Hamsterbacke. Ich war ja in Leipzig und, ne? Und da hört sie die, da hört man die ganz anders. Viel besser. Und man hat auch, wenn die Hamsterbacke steht, auch so ein so eine Art komisches Zischen oder so. Das hast du hier leider auch nicht, aber das ist ja halb so schlimm. Und ja, egal. So, wir dürfen jetzt nur noch 90 fahren. Kobern-Gondorf. Und dann gleich wieder 110. Gefällt mir. Nächster Halt, Kobern-Gondorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und da sehen wir uns schon unser Bahnsteig. Gesundheit! Da ist ein Weihnachtsbaum. Oh, ein Weihnachtsbaum und ein Weihnachtsmarkt.
Ah, es ist gleich 12. Wann haben wir eine Abfahrt? 59. Ah, schau, ja, eben gleich da. Ah, wunderschön. Süßwaren. Was das Herz begehrt, hier gibt's. Was hier alles so Schönes gibt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Musste sein. Service. Das beste Bild kommt natürlich als Thumbnail für YouTube. Wer sich wundert, warum hier die Kilometerzahl nicht weitergeht und warum hier immer so ein ASIC ist, das ist ganz clever gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, wir fahren jetzt hier lang und dann löst es so eine Minute aus. So eine bestimmte Minutenanzahl, wann die Ansage kommt. So, jetzt ist ausgelöst und in so vielen Minuten kommt die Ansage. Das heißt, wir dürfen uns keine Zwangs erlauben, wenn mich das jetzt hier nicht alles täuscht. Kann auch natürlich ganz anders sein, aber ist gut gemacht mit den Ansagen. Also Ansagen top, alles top, Aufgabe top. Also 3D-Zug, ihr seid die Besten. Trinken. Also mein Eindruck zur Strecke, also mir gefällt die Strecke sehr gut. Also kann ich nicht beklagen. Ja. Das Fahrzeug gefällt mir auch sehr gut. Gut, dass ein bisschen Scheiben, dass es dunkler ist. Die Sicht. Aber Geschmackssache, sagen wir so. Es ist alles Geschmackssache. Wir stehen auf der Straße. Wunderbar. Alter, was ist das denn? Eine Straße. Wo sind wir? Ah, da. Nächster Halt, Winningen an der Mosel. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Richtig. So, gleich haben wir 90 Ankündigungen bestimmt. Stört uns nicht, weil wir noch anhalten müssen. Nee, war's nicht. Sicherheit halt, ne? Und da ist der Bahnsteig. Aber ich finde, die Bremsen sind besser geworden. Eindeutig. Also Bremsen sind top.
Habe ich gerade richtig gesehen, ein Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhof. Ist ja richtig cool. Komm. Danke. Oh, wir sind pünktlich bis 12.05 Uhr. Oh, herrlich, wieder auf dem Aussteigen. Oh, ich will mir das ansehen. Oh. Oh, war das schön. Ich fand's schön. Nennt mich halt Pussy oder so, aber ich fand's wirklich schön. Sowas. Das kennt man gar nicht. Ich kenne sowas gar nicht. Von einer Aufgabe. Ah, wunderschön gemacht. Ah, wunderschön. Falls ihr mal lange Aufenthalt habt an einem Bahnhof, dann nutzt die Chance und steigt aus und guckt euch am Bahnhof um oder in der Stadt, ob es einen Weihnachtsmarkt gibt. Und wenn ihr eins findet, dann schaut euch da um. Es lohnt sich wirklich. Es ist wunderschön gemacht. Und vielleicht habt ihr auch das Glück, wie ich eben, Musik zu hören. Schöne Weihnachtsmusik. Besser kann es nicht gehen, oder? Also, mir gefiel das wirklich gerade. Und, ja, es ist sehr schön halt, ne? Sehr schön. Nächster Halt, Koblenz-Gülz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also, die meisten Ereignisse findet man eigentlich mit Musik und alles drum und dran, wenn man mehr Aufenthalt hat, finde ich. So, 70 Ankündigung. Wir müssen runter. Sonst kriegen wir eine Zwangse. Da ist auch unser Bahnsteig. Wo geht's denn hier lang? Richtig eingefroren, das Ding. Herrlich.
Ja, wunderschön, ne? Auch die Stadt. Hamsterbacke. Sieht man auch richtig, wie schön das ist. Mir gefallen die Uhren. Ich weiß nicht warum. Das erinnert mich an alte Zeiten, wo es noch so eine schöne Uhren gab. Gefällt mir. Wunderbar. Diese guten alten Bahnhofsuhren. Ich wusste ja nicht, dass die für den Trainsimulator gibt. Okay, wir haben ja lange Aufenthalt. Wir sind sehr pünktlich. Für Land und Leute www.bahn.de/Werdenfelsbahn. Ja. Wunderschön. Gefällt mir auf jeden Fall. Service. Äh, 45 brauchen wir nicht, weil wir haben grün. Und da haben 70 Ankündigungen gekriegt, deswegen gehen wir auf 70 auch gleich runter. Damit uns die PCB keinen Ärger macht. Denn wir erreichen jetzt in wenigen Metern schon den nächsten Bahnhof. Nächster Halt, Koblenz-Moselweiß. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und da ist auch schon der Bahnhof. Ja, noch ein Halt, ne? Dann sind wir in Köblenz Hauptbahnhof. Quatsch, Koblenz Hauptbahnhof, Verzeihung. Ich und Köblenz immer, das ist ja furchtbar. Natürlich machen wir wieder Service. Leitung an 12219 bitte kommen. Ja. 12219 hört. Packen Sie flott Ihre Tasche. Es gibt mal wieder keine Pause in Koblenz. Es geht mehr oder weniger sofort mit dem RE12012 nach Trier zurück. Planmäßige Abfahrt in Koblenz ist 12.25 Uhr. Das werden wir natürlich nicht fahren, aber das dürft ihr fahren. Indem ihr einfach dieses auf meine Videobeschreibung geht und auf den Link klickt, ja, neben Aufgabe, klickt da drauf und dann seht ihr die Seite vom 3D-Zug und ihr seid direkt auf der Seite, wo es die Aufgabe gibt. Dann klickt ihr auf Kaufen, ladet das herunter und danach könnt ihr das fahren, ne? Wie gesagt, ich werde es nicht let's playen, weil danach, nach der Winterpause geht es natürlich auch mit 3D-Zug weiter, aber ein ganz anderes Szenario, auch von 3D-Zug. Und ja, seid drauf gespannt.
wird auf jeden Fall spannend. Und wer gerne wissen möchte, wie es im nächsten Szenario weitergeht, der kauft sich das Add-on und ihr könnt live dabei sein. Nächster Halt, Koblenz Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Koblenz Hauptbahnhof. Stadtexpress der Via nach Wiesbaden Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 12.24 Uhr von Gleis 8. MRB nach Köln Messe Deutz 12.26 Uhr von Gleis 2 Süd. MRB nach Boppard Hauptbahnhof 12.37 Uhr von Gleis 1. Regionalexpress nach München-Gladbach über Wallendar Neuwied 12.47 Uhr von Gleis 5 Süd. Intercity nach Frankfurt am Main, Hauptbahnhof über Mainz und Frankfurt Flughafen 12.48 Uhr von Gleis 4. MRB nach Mainz Hauptbahnhof 12.53 Uhr von Gleis 5 Nord. Meine Damen und Herren, dieser Zug endet in Koblenz. Wir bitten alle Fahrgäste, hier auszusteigen. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und sagen auf Wiedersehen. Ja, da war gerade ein Signal rechts, das sagte rot. Okay, war ein bisschen komisch. Aber egal. Ja, wer gerne sehen möchte, wie es weitergeht, der kauft sich dann am besten dieses Szenario und derjenige kann dann live dabei sein und den Job übernehmen. Und Kaufempfehlung 100%. Ja. So, wir haben es geschafft. Wir haben zwar gerade ein bisschen Frame-Einbrüche, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir rüsten ab. So, mal noch Tempomat aus. Hauptschalter aus. Und Strom hatten wir mal runter. Schalter auf 0. Neutral. Lass mal so. Lass mal so. Ziehen natürlich die Bremse ein. Und ja. Instrumentbeleuchtung aus und wir verlassen den Zug. Wunderbar. Die nächste Aufgabe wird ja mit dem RE sein. Ne, das ist jetzt ein Ruckel hier. Das ist der Hauptbahnhof anscheinend. Der verbraucht ganz schön viel FPS. Es gab ein Update und ich war mal zu schusselig und habe es nicht bemerkt. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwo bestimmt noch einen Weihnachtsmarkt, was die ist. Genau. Das müsst ihr jetzt an euch antun. Tut mir leid. Wir haben sogar Polizei hier, damit alles gesichert ist. Und ich singe jetzt noch ein Lied für euch. Ihr wärt jetzt gedacht, ne? Zum Weihnachten. Eine bessere Version. Ne? Schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Okay, wir fangen jetzt an, bevor uns hier noch das Spiel weg verabschiedet. Verzeihung. Oh Gott, muss mal husten. Okay, los geht's. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ja, mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich recht herzlich bei euch allen. Tränensimulator hat die Schnauze voll gehabt und hab's automatisch schon beendet. Ihr habt es zwar nicht geschafft, aber hey, es ist Weihnachten und da kann mich das echt nicht ärgern. Wer gerne wissen will, wie es weitergeht,
der sollte sich das Add-on am besten kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Add-on zu kaufen. Also Kaufempfehlung 100%. Und ich bedanke mich bei allen Zuschauern fürs Zuschauen. Auch für diejenigen, die jetzt gute 70 Minuten durchgehalten haben. Vielen Dank. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben. Wer gerne meinen Kanal unterstützen möchte, der braucht einfach nur eine Videobeschreibung klicken. Der kann gerne spenden. Und ja. Mein Name ist TrainerUmselTV. Das war das Weihnachtsspecial Trainingssimulator Video zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Morgen ist Sonntag. Und Sonntag? Ja, heute Samstag, morgen ist Sonntag. Morgen gibt es kein Video. Nein, Montag gibt es ein Video. Also schaltet nächste Woche ein, denn das ist die finale Woche des Jahres 2015. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr genau ab 10 Uhr guckt, dann müssten wir es jetzt eigentlich 11:11 haben. Oder 11:12. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein schönes Mittagessen oder Abendessen. Genießt es. Feiert mit eurer Familie schön und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und noch ein großes Dankeschön, einen 3D-Zug, dass man dieses Szenario erstellt hat. Fahrzeit 21, einer der Top-Szenarien wieder. Und vielen Dank. Link zum Kauf ist natürlich in der Videobeschreibung zur Aufgabe. Auch die Strecke hier ist auch in der Videobeschreibung. Gut. Genug gelabert. Ich würde sagen, macht's gut. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also feiert schön und ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.